Not a new amount of some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. Mensch, ich hoffe, Rolli hat es auch geschafft, jetzt seine Fracht abzuholen, denn wieder mal ein neuer Tag, neue Fracht, obwohl für uns ist es der gleiche Tag, da ist er schon, unser Rolli mit seinen Feuerwerkskörpern. Wir beide fahren jetzt von Kiel nach, bei Jöks war es, oder? Wechsel. Wechsel. Wie man es ausspricht, in Schweden. Genau. Bei mir sieht man die Fracht kaum, aber gut, dass jetzt mal kurz zum Anhalten ist. Denn ich habe die Geschenke. Es gibt auch heute die Geschenke, deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich muss die Geschenke fahren. Erstens gibt es mir Geld, das ist bei meinem Geld jetzt scheißegal. Ja, es ist ein anderes Profil als das, mit dem ich sonst spiele. Und ja. Kleines Nach-Weihnachts-Special. Genau, Nach-Weihnachts-Special. Wo musst du denn eigentlich hin? Das frage ich mich gerade, wo ich gerade meine Fracht sehe. Ich muss nach Dekatrans. Ich auch. Passend. Also wir müssen beide immer zum gleichen Auto. Das passt sehr, sehr gut. Ja. Gut. Gleich durchgedrückt. Dann kann ich dir zuschauen, wie du beim Einparken scheiterst. Oder ich, je nachdem. Beide. Ja, das haben wir zwar auch gerade schon gemacht, aber also ich mache immer die schnelle Variante, weil vor allem jetzt mit dem Lenkrad ist es scheiße. Weil ich muss aufpassen, dass mir die Ladung hinten nicht explodiert. Oh ja, Rolli hat nämlich ganz gefährliches Sprengstoff. Ich weiß zwar nicht, ob er dafür ausgelegt ist. Ich habe ihn zwar mal getestet und Rolli hat zwar den Test nicht bestanden, aber anscheinend kann das irgendwie doch fahren. Deswegen, ja. Mal gucken, ob es dann mal... Bin der Master. Mal gucken, ob es dann Boom macht. Aber überleg mal, wenn das wirklich passieren würde, wenn so die Fracht dann kaputt geht. Wenn du dort, ja, solange es nicht mit Feuer in Kontakt kommt. Ansonsten geht dann die Post ab. Ja, das stimmt. Das stimmt. Als ob wir mal einen 48er pingen und ich einen 79. Geil. So. Ich glaube, es wäre, glaube ich, fast schon besser, wenn du mich wieder überholst. Ist mir egal. Weil ich ja so schön fahre, weil... Gut, jetzt vielleicht nicht, erst auf der Autobahn, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Platz, ein bisschen Zeit. Ja. Left the City. Oder du kommst jetzt vorbei und bleibst neben mir stehen, du überholst mich dann. Weil, man sieht und staunt, mein Lenkrad ist irgendwie, das habe ich ja letzten Part schon gesagt, bisschen schief, bisschen falsch. Wir mal von draußen an. Sieht schon sehr interessant und wir beide aus. Ja. Gut. Ich freue mich schon heute auf die Nacht. Da kann ich alles schneiden. Ich habe nämlich morgen Frühschicht. Und in 12 Stunden stehe ich schon wieder auf dem Dach und darf Kran fahren. Da freue ich mich so sehr, hust. Oh nee, es wird ein blanker Horror wieder. So. Rolli muss ein bisschen vorfahren. Beschleunigen langsam mit. So. Und durchdrücken. Ne, und die Nacht nutze ich jetzt. Ich habe das Problem, dass ich früh um 3 nicht aufstehen kann. Also da komme ich nicht in meinen Schlafrhythmus rein. Und deswegen habe ich mir gesagt, gut, ich mache die Nacht immer davor durch, schlafe dafür aber lange und nutze die Nacht, um irgendwas zu machen. Um PC aufräumen oder Sachen zu schneiden oder. Und die Nacht nehme ich richtig zum Sachen schneiden, also Halleluja. Ab nach Dänemark. Ah, hier ist mein... Gut. Nach Dänemark. Dänemark, wo die Dänen eine Mark haben. Nee, wo der Dänen nicht mag, so. So. 90 haben wir gesagt, aber Tempomat jetzt einstellen, glaube ich, bringt nicht viel. Das war ja der Campomat. Ich bin mal gespannt, wie viel wir heute aufnehmen, beziehungsweise wie viel wir heute noch fahren.
Also die Lust und Laune, das habe ich schon Rolli gesagt, ist richtig groß. Weil jetzt ist man nicht alleine und nimmt irgendeinen Scheiß auf oder fährt einfach nur mal tausend von Kilometern, sondern man ist zu zweit und kann dem nicht quatschen, man sieht irgendwas und man hat einfach jemanden, wo man Scheiße hinterher fährt. Oh, da ist der Tempomat nicht drin gewesen. Alter! Ja, ich hatte auch schon lange keinen Anspruch mehr für ETS. Bis dann in den neuen Scanias rauskam, dann habe ich wieder begonnen zu spielen. Ja, bei dir ist auch noch das Gute, du hast kannst auch nicht einen Livestream dafür führen. Ich kann das nicht. Ja, das stimmt. Aus welchem Grund auch immer. Gut, dafür ist bei ETS so gut ist das einzige Spiel, was ich flüssig streamen kann. Das Internet scheinbar liegt an der Internetleitung. Scheinbar sind 2,5 MB Upload zu wenig, um was anspruchsvoller ist zu streamen. Ja. Aber naja. Ach. Ich bin ja bald wieder eine Woche bei meinen Eltern. Ich glaube, da müsste ich meinen PC wieder mitnehmen. Die haben ja jetzt eine schöne 50K Leitung, da geht es ja. Aber ich habe. Da mache ich auch eine 100er. Ja, und ich habe eine 16 bei mir. Aber ich hätte keine Lust, jetzt wieder meinen PC abzubauen, dort aufzubauen und dann wieder dort abzubauen, weil ich noch nicht jedes Kabel doppelt habe. Also ich habe manche Kabel habe ich doppelt. Ich habe 4 Kaltgeräte-Steckerkabel. Müsste ich haben. Aber ich habe nur... Gut, ich habe 2 HDMI-Kabel, das würde schon passen. Aber ich habe meine ganze Maus und meine ganze Tastatur schön verlegt. Das heißt, ich müsste eine Ersatzmaus oder Tastatur mal mir bereitstellen. Habe ich, glaube ich, schon. Habe ich? Ich habe eine Maus, ja. Keine Ahnung. Im Notfall, wir müssen haben, glaube ich, noch zu Hause. Warum bist du viel schneller als ich? Ich fahre 90 km/h. Ich auch. Aber du weißt, wahrscheinlich sind deine Geschenke schwerer. 23. 11. Ach du Scheiße. Also wenn ich Berghof fahre, verliere ich fast 10 km/h. Boah. Ja gut, das kommt auch noch dazu, dass du angeschaltet oder wärst du angeschaltet, nicht? Ich fahre Automatik. Echt? Ja. Ich fahre Automatik. Okay, dann schließt sich's aus. Schaltung habe ich ja damals das Problem gehabt, aber erinnere mich an die Folgen. Was, du hast jetzt schon wieder einen Tankleer? Wir sind doch erst bei der Hälfte. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe hier momentan Verbrauch von 50 Litern. Die braucht Kilometer, 100 Kilometer. Was? Ich weiß gar nicht, ob der Rolli dabei war. Kann sein. Da hatte ich hohe Verbrauche gehabt. Naja, klar, weil ich falsch geschalten habe. Gut, auch wenn du richtig schaltest, hast du nur einen Verbrauch. Haben wir mal geguckt. Ein Kollege von mir, der ist einigermaßen korrekt mit Schaltgetriebe gefahren. Mhm. Der hatte, und ich mit der Automatik, der hatte, glaube ich, 510 Liter mehr Verbrauch durchschnittlich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe an Verbrauch. Muss ich mal gucken. Wenn es beim 54,6. 51, glaube ich, steht da bei mir. 51,6. Und 67 momentan. Ja, momentan bin ich bei 43. Ja, jetzt bei mir 47. 50 momentan. Also man merkt schon, dass hier ein paar Gewichte dran hängen. Ich habe immer den Tempomat als Ansicht drin. Ja. Ich habe eigentlich ein spezielles immer drin. Das ist Temperatur, das ist Kilometeranzeige, weil ich kann nur 1000 Kilometer knapp mit dem fahren hier. Ich kann jetzt noch 970 fahren. Ja, was hattest du denn vor? Eine Zweiachs-Scania, oder? Was ich davor hatte. Glaub schon. Weil der Zweiachse, der hat glaube ich einen 1200 oder 1500 Liter Tank. Mit dem kannst du fahren wie blöd. Da habe ich auch schon festgestellt. Bin ja vorher immer Zweiachse gefahren. Da konntest du Kilometer runterfahren wie blöd. Tank ging nicht leer. Und jetzt hat man wieder den Dreiachser. Weil man endlich wieder die Seitenabdeckungen ran machen kann. Was hast du denn eigentlich für eine dran? Kunststoff oder lackiert? Chrom? Kunststoff? Also das Fahrgestell ist lackiert.
Naja, die Abdeckung meine ich. Ach so. Ja, lackiert. Natürlich. Oh. Mit V8-Logo drauf. Jo, so wie ich. Wie sich's gehört. Ja, ich habe dann noch auf der Innenseite habe ich den Auspuff und an der anderen Seite habe ich Abkleidung. So ein Ding so unten. Richter. Genau. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen schneller fahren, sonst verliere ich dich noch was in Augen. Ach, guck mal, Hasen. Häschen. Bei mir. Ah, da drüben. Scheiße, warum wechsle ich die Spur, bin ich idiotisch. Ja, hab ich, wollte ich auch gerade. Vor allem, ich hab's gesehen, dass ich da, dass es dort runter geht. Und bin deswegen am Anfang nie runtergefahren. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt kannst du die Spur wechseln. Scheiße. Ja, genau, mein Gedanke. Jetzt aber. Jetzt können wir. So, jetzt schauen wir den Verbrauch mal an. Hier den Berg hoch. Oha, knapp 100 Liter. Mal gucken, ich bin bei 100. Ja, ich bin bei 101. Also momentan Verbrauch. 102 maximal. Ja, ein bisschen mehr. Aber er kann die Geschwindigkeit halten. Das ist ja wichtig. Ja, ich sehe dich bald schon nicht mal bei dem Schneesturm hier. Ja, Schneesturm ist es zwar nicht, aber ich finde das im echten Leben, fand ich das jetzt eklig, wo der Schnee war. Und das sah aus wie diese Zukunftsfilme, wo du durch diese, die durch die Tunnel fahren und durch die Zeitreisen so. Das war richtig irritierend, also da war mir schon fast schlecht geworden, das war komisch. Ich muss sagen, der Wintermond dieses Jahr, der ist gut gelungen. Ja. Der letztes Jahr, der war ja ein bisschen komisch mit den das war ja Spuren im Schnee. Ja, allgemein, das war nur Wasser gewesen. Ja, das kommt noch dazu. Jetzt hast du mal wirklich Schneeflocken, die zwar ein bisschen fett sind. Und gut, bei mir bleibt nicht auf der Scheibe hängen. Bei dir war ja im Livestream was. Ja, wenn's regnet, in Anführungs- und Schlusszeichen, dann bleiben sie auch hängen. Ach so? Schneeflocken sind immer drin. Also die einfach durchfliegen. Achso. Gut, das ist natürlich dann ein bisschen scheiße. Wenigstens backen sie nicht mehr so stark, so doll rum wie letztes Jahr. Ja, das stimmt schon. Scheiße ist bloß, wenn sie auch Toskana unten und sowas noch die Dings haben. Mir fällt gerade auf, wir fahren noch 6 Stunden. Ja, das ist korrekt. Alter. Zum Glück habe ich heute nicht mehr vor. Und du bist so gut wie weg von mir. Lass es mal ein bisschen ausrollen. Nur 240, du bist nur 240 Meter entfernt. Nur 200. 200 Meter bist du entfernt. Ja, jetzt sehe ich dich wieder. Das ist eben ein bisschen schwieriger, wie gesagt. Also ich habe eine schwere Fracht und es ist auch schwieriger so zu fahren. Jetzt muss ich ab und zu mal beschleunigen, aber wenn ich meine Ruhe habe, mal nicht zu beschleunigen, ist schon gut so. Da freue ich mich schon. Ich muss mal dran denken, dass ich morgen früh meine Brötchen aufbacke. Da war auch gestern gewesen, ich wollte schon gestern mit einem Rolli aufnehmen. Und gestern so, ja, ich habe keine Zeit und auf einmal fiel mir so ein Scheiß, ich wollte doch sowieso noch mal einkaufen gehen. Nachdem ich eigentlich mit Enderman ein Portal aufgenommen habe, habe ich so gedacht, gut, okay, jetzt kannst du mal Dings machen, mal einkaufen gehen, weil mir Brot gefehlt hat. Und dachte ich mir so, ah, jetzt hast du aber keine Lust noch mal bis zum Kaufland zu fahren, jetzt läufst du einfach mal bis zum Norma. So an der Kasse gestanden und Schnitzel für heute mitgebracht und Milch für Kartoffelbrei, Abermarke, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Kartoffelbrühe oder schlag mich tot. Und dann so mit nebenbei am Telefon gewesen. Oh, lalala. Scheiße, ich hab für morgen früh, also für Montag nicht da. Ah, jetzt muss ich nochmal schnell wegrennen. Und an der Kasse standen auch schon welche. Da dachte ich mir so,
Nicht schlecht. Also, mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt nicht? Also zum Glück war die Kassieren war, habe ich gedacht, noch beim Sauermachen nebenbei. Ne, da war noch eine andere unterwegs und, die stand dann aber schon da, wo ich wieder kam. So, hier müsste glaube ich irgendwo ein Blitzer sein. Nee. Hier auf der Brücke war kein Blitzer? Nee, aber die längste Brücke Europas ist das. Ja, das weiß ich. Gut. So, normalerweise müsstest du glaube ich auch was bezahlen, um darüber zu fahren. Ja, eigentlich schon. Hinten noch ein Kreuzfahrtschiff. Ja, man sieht nur die Schatten bei mir. Ach ja. Vom wegen bezahlen, hier vorne steht die Mautstation. Alter Schwede. Bei mir kann ich einmal berühren und mein Lenkrad ist außer Kontrolle. So, also bei dieser Mautstation können wir die linken beiden, da kann man durchfahren. Da spricht der Kenner. Also wer gerne den Eurotruck Simulator als Simulation sehen möchte, der kann gerne bei Molly gucken. Ja, Geschwindigkeitsüberschreitung, ich weiß. 370 Euro. 234. Ja gut, du hast deinen Euro und ich habe meine... du hast deine Franken und ich meine Euros. Ja, stimmt. Oh, Angst! 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 Wow, Darf ich? Fliegender, ja. Fliegender Rechsel. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle, alles unter Kontrolle. Jetzt erstmal überstanden. Nein! Wie wir damals Eurotruck gezockt haben, wie verrückt. Ja, da war Lupik noch da. Oh ja, nicht nur Lupik. Ich habe mir jetzt immer, wenn ich an Eurotruck denke, da komme ich nicht auf meine ganzen kleinen Folgen, ob mit Lupik, wo er hier schweizerisch angefangen hat oder weiß ich nicht was, und oder mit dir oder sowas, daran denke ich gar nicht. Ich denke einfach nur an den fucking Konvoi, den wir damals hatten. Ja. Aber gut. Chaotisch, aber gut. Dieser Kontext wurde leider entfernt, weil nicht den Alters... altersgerechten Dings hier bespricht, entspricht von YouTube oder so. Das war schon geil gewesen. Ich wüsste aber nicht mal, was er dort rumgeflucht hatte. Oder gesagt hatte. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Warte, ich muss kurz tanken. Sicherheitshalber. Das wird wahrscheinlich reichen, aber... Ich werde mal mit tanken. Ich habe zwar auch noch genug drin, aber wenn, dann kann man schon mal die Chance nutzen. Ja, ich bin jetzt, was habe ich denn jetzt noch? 338 Liter. Wie? Ich habe 197 Grad getankt. Wie viel hast du noch drin? 338. Hier drüben kann man jetzt sicher einstellen. Wieder so cool, dass endlich das Scania-Logo erscheint, wenn man den Motor anmacht. Oh, jetzt habe ich mein Mikrofon nicht gemocht. Oh, diese Ruhe hier. So, 1200 Euro. Wie viel Liter? 769, nein 770 knapp. Nicht schlecht. So, irgendwas wollte ich aber gerade noch machen. So. Sieht man eigentlich die Kilometerlaufzeit irgendwo vom LKW? Meinst du wie, links unten an unter der Geschwindigkeitsanzeige? Boah, die kann ich gar nicht erkennen bei mir. Kann ich das bei mir nicht erkennen? Das ist schrecklich. Ich glaube, es ist schon 1476 Kilometer. Ich weiß noch, beim anderen LKW hat ich glaube schon über 200.000 Kilometer drauf. Oh, unter der Dings, was sind das, 600 steht da? Das ist unmöglich. Könnt ihr hinkommen. Von Hannover bis Kiel und dann hier hoch. Halt, wir haben ja gesagt 300. 300? Ja, was geht mit mir ab? Wir haben gesagt 90. Es tut mir schon ein bisschen weh im Herzen, ne? Dass ich meinen alten treuen LKW
in die Garage versetzt habe. Ach so. Na, wenn ich überlege, damals angefangen, da hatte ich auch mein Lieblings MAN. Das war wirklich mein Lieblings, mit dem bin ich tausende von Kilometer gefahren. Wenn ich sogar schon 100.000, dann kam ich auf die dumme Sache, dass ich aus Versehen statt Profil laden auf Profil löschen kam. Das, sehr gut. Und das war richtig, richtig scheiße. Ey, das tat im Herzen weh, das ist nicht dieses gespielte, oh nein, mein Profil, oh, es tut so weh. Das tat richtig weh. Als ob man wirklich diesen LKW besessen hat. Das war schlimm gewesen. Aber ich muss sagen, es war... ich war zwar über den alten gefreut mit seinen 200.000 Kilometern, aber ich muss sagen, der neue gefällt mir eben schon auch. Ja, klar. Mittlerweile habe ich ihn auch richtig mögen gelernt. Ich finde das geil mit der Innenbeleuchtung, das ist das Geilste eigentlich. Ja, das stimmt. Aber du musst auch erst richtig Nacht sein, dass es zur Schau kommt. Wo können wir fahren? Wo können wir fahren? Ganz außen? Links. Ah, ich fahre schon. Ah, ha, ha. Ja, ich sehe es. Mit voller Geschwindigkeit, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ach, Entschuldigung, rechts sowas, das war schon richtig. Ich hab richtig gesehen. Kommst du hinterher? Oder bist du angehalten? Nein, nein, schon okay. Malmö. Ach ja, die Riesenkreuzung. Die ist auch richtig geil. Das erste Mal, wo ich oben lang gefahren bin, hab ich gedacht, what the fuck. Ja. Das ist wirklich so, was geht hier ab? Ich finde das auch richtig geil mit den ganzen kleinen Dörfern in Frankreich, wo du durchfährst. Ja, das stimmt. Das ist auch richtig. Wenn es das auch bei Italien mit der ganzen Toskana und sowas. Bonus. Ich glaube, in Italien, Italien gibt es auch noch dann Tore, die sich irgendwann schließen. Ja, das habe ich glaube ich auch gesehen. Die Firmentore. Gehört oder gesehen habe ich das. Also ich habe es mir jetzt gekauft, aber ich muss dann noch ausprobieren. Ich müsste jetzt auch noch kaufen, dann könnte man vielleicht auch mal runterfahren. Ja, wenn es schon reduziert ist, dann kaufe ich es mir jetzt. Ja. So, bist du denn? Kommst du hinterher oder soll ich abbremsen? Nein, passt. 170, ja, 140, passt schon. Wegen Sicherheitsabstand. Nein, kommst du. Der Sicherheitsabstand, der natürlich dreifach so groß ist als im echten Leben. Man weiß ja nicht, was hier passiert. Naja, der Sicherheitsabstand wäre schon wahrscheinlich einigermaßen korrekt. Das Problem ist, im echten Leben würde noch einer mit zwischen reinfahren. Das stimmt. Also das, was habe ich gesagt, 140 Kilometer Meter sind das hier? Ja, 130. Wird es einigermaßen okay sein. Für Autos sagt man immer halber Tacho. Das wäre im Moment jetzt bei 45 Meter. Plus, weiß ich nicht was. Also wenn du bei 50, 60 Meter bist, reicht das beim Auto aus? Beim LKW? Weiß ich nicht. Also ich hab die 2-Sekunden-Regel gelernt. Also wenn du denn so einen Zeitenpfosten passierst, dann muss es beim Auto 2 Sekunden dauern, bis ich den durchfahre. Stimmt, das habe ich auch mal gelernt. Das ist mein aktueller Stand und ich bin jetzt am Lernen. Zumindest mal Theorie. Ja, es gibt ja viele Sachen, die man irgendwie in der Schule gelernt bekommt, aber dann so, okay, ja. Am Ende fährt man irgendwie selber anders. Das schon. Das ist klar. Also du lernst in der Fahrschule so, ja, bleib stehen, na, ganz ruhig, jetzt nicht fahren oder sonst was. Wenn du danach gelernt hast, was? 10 Meter zum Platz? Scheiß drauf, rein damit. Ja, klar. Man gewöhnt sich an seinen eigenen Fahrstil. Das kommt auch je nach drauf an, was für ein Auto. Mein Fahrschulauto war mit 100, weiß ich nicht was, fast 200 PS, glaube ich, ausgebaut. Und mein jetziges Auto hat eine Geschwindigkeit von 90 PS. Oh, wir müssen hier raus. Wo habe ich hier mit hoher Geschwindigkeit hochkommen, mit 90? Ich glaube, ich muss mal zum Augenarzt gehen. Irgendwie habe ich, glaube ich, Probleme mit dem.
Das ist das erste Mal, dass ich hier die hochfahre, sehe ich gerade. Ah! Da war ja schon die Einfädelspur vorbei. Würde ich sagen, das meiste, was ich jetzt an den Theoriefragen schon gelernt habe, das ist gesunder Menschenverstand. Ja. Das Einzige, was ich wirklich Mühe habe, wo das in die Frage kommt, du fährst so und so schnell in eine Kurve rein, du hast eine Sichtweite von so und so vielen Metern, ist deine Geschwindigkeit den Umständen entsprechend korrekt angepasst? Ja, das wo du nachher eigentlich rechnen müsstest. Das kam bei ist mir dir jetzt korrekt dran. Oder bist du zu schnell oder zu langsam? Das kam zum Beispiel bei mir gar nicht dran. Sowas. Bei mir, ich hatte dann diese Probleme gehabt, wo ich dann dachte so, zum Beispiel dieses Flughafenzeichen. Ja, ja. Okay, dass du gestört, dass da irgendwelche Ablenkungen sein können, okay. Und ich habe auch noch angekreuzt gehabt bei der Probeprüfung, es könnten Einfahrten überraschend da sein. Theoretisch kann es ja sein an einem Flughafen, dass da mal auf einmal eine Einfahrt da ist, weil, ja, wenn es ein großer Flughafen ist, weil dort eine Ladefläche ist. Oder ein kleiner Flughafen, ach, weil dort auf einmal die Einfahrt ist. So habe ich gedacht. Nein, das ist falsch. Gut, okay. Ja, am Ende habe ich dann die Theorie habe ich bestanden und die Theorie mit, ich glaube, 9 Punkte hatte ich bestanden gehabt. Oder 8. In der Praxis haben die Fahrlehrerin und die Prüferin, die haben geredet so über ihre Kinder, da ist mir das Auto abgewürgt. Ich habe das nicht mehr anbekommen. Ich habe mir gedacht, hey, ich mach doch, ich gehe doch auf die Kupplung drauf. Ich habe sogar den Gang rausgenommen zur Sicherheit und hey, das Auto geht gar nicht an. Irgendwas hat mir jetzt auf dem Display angezeigt gehabt. So, ja, okay. Hinter mir jetzt sich die ganzen Autos gestapelt, ne? Aufgereizt. Irgendwann mal ging es wieder an und ach, dann nur gerade ausgefahren. Ach, jetzt fahren sie hier rein, dann macht man die Bremsung, rückwärts umdrehen. Ja, dann fahren wir wieder geradeaus und dann, ja, dann sind wir jetzt fertig. Fahren sie noch wieder zurück zur Tankstelle. Dort parken sie neben dem Auto ein. Ach, da ist ja kein Platz. Ach, stellen Sie sich einfach irgendwie hin, da haben Sie die Fahrprüfung bestanden. Ich so, geil. Nebenbei haben Sie gar nicht richtig aufgepasst, haben so über Ihre Kinder geredet, wie gut das geht und alles. War schon lustig. Hat mir schon gefallen. Und dann gibt es andere Fahrprüfer bei meiner Nachbarin. Von damals, die ist zum Beispiel gefahren und die Ampel wurde gerade auf gelb. So, ja. Hinter ihr kam aber ein Auto, das war so dicht an ihr ran. Wäre sie jetzt auf die Bremse gegangen, wäre hinten drauf gefahren. Und da ist er aber noch bei gelb, noch nicht bei rot, ist drüber gefahren. Und der Fahrprüfer, oh, sie sind bei rot drüber gefahren. Nee, es war doch gelb. Ging richtige Diskussion los. Aber wäre sie auf die Bremse gegangen, hätte sie Probleme gehabt, weil das Auto hinten drauf gefahren wäre. Ja. Ah, war mal ein bisschen abrupt abgebremst. Oh, du hängst. Ich hänge. Ja, ich sehe es im Rückspiegel gerade. Darfst die Kurve nicht so eng nehmen. Ich hätte, glaube ich, jetzt hier allein schon Warnblink anmachen müssen, oder? Komm. Das sind so welche Sachen, wo ich dann mit dem schwächeren LKW dann richtig geil finde, wenn man dann so, oh, jetzt komm, schaffst du es, wo man dann wirklich davor steht, geht das jetzt oder geht das nicht? Das finde ich eben richtig geil, sowas. Ich weiß, ich habe sowieso meine Probleme damit, aber es ist mir jetzt auch egal. So. Noch eine Stunde. Oh, 70. Ja, Tempomat könnte man bei 70 mal rein und so. Was ist denn das hier? Eine kleine Kurve reingebaut. Freudig. Es geht schon, aber auf der Map sieht es schlimmer aus. Navi. Wahrscheinlich wollte da einer sein Stück Land nicht verkaufen, da mussten sie außen rumbauen. Ja.
Die typischen Geschichten. Ich habe jetzt auch irgendwann mal im Internet wieder so eine Sache gesehen. Da hat eine Stadt angefangen, Radweg zu bauen an der Bundesstraße. Aber die haben ein Stück, haben sie vergessen, denjenigen zu fragen, ob sie es wen kaufen, aber haben schon angefangen zu bauen. Jetzt ist dort sind dort 100 Meter Land, was sie, oder ein bisschen mehr, was dort nicht ausgebaut ist, weil es dort kein Radweg ist. Nur weil sie, oh wow, nur weil sie zu schlau waren, um nichts davor gefragt haben. Also gibt schon dämliche Sachen, wo man sich wirklich denkt, alles klar. So, da vorne müssen wir wieder runter. Ach, da ist ja schon das Ziel. Langsam. So, mal gucken, wo ich den Berg hoch beschleunigen kann. Göttenberg. Da ist ja der Part auch schon wieder vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der ging. Das ist mir jetzt scheißegal. Ich habe das auch schon zum Rolli gesagt und zum Enderman. Ich liebe diese langen Folgen. Also wenn man irgendwie welche LKW-Sachen finde ich einfach geil. Das hat irgendwie was. Warte, ich war ein bisschen lab. Jetzt aber ein bisschen weiter. Und noch wieder geht nicht. Und ich komme sehr gut hoch. Ich komme sehr gut hoch, glaube ich mal. Nee, ich habe damals von Mafioso war's, Flight Simulator X angeguckt. Der hat alles geplant gehabt. Der hat technische Daten gehabt von den Flughäfen, hatte Wetterdaten gehabt und alles mögliche. Und dann nebenbei einfach nur mal zu gucken und zu hören und einfach nebenbei aufräumen, das sind so welche Sachen, die ich liebe. Deswegen liebe ich auch mal, ja, deswegen liebe ich auch die Stundenvideos von PietSmiet. Sag ich gleich so, wie es ist. PietSmiet kann ich eigentlich sonst nicht so gucken. Oder habe ich nie so gemacht. Aber mir ist dann so aufgefallen, oh ja, das ist doch eigentlich ziemlich nice und sowas. Die ganzen Formel 1 Sachen, die, ja, wenn du einfach mal im Bett liegst oder so nochmal eine Stunde Formel 1 du guckst, macht für mich, macht Spaß. Ah, das war zu eng genommen. Komm ich durch? Ja. Da vorne ist kein Kreisverkehr, da fahren wir gleich hier rüber. Und irgendwie finde ich das eben ziemlich nice, sowas. Wenigstens müssen wir jetzt hier nicht eine halbe Stunde in der Ampel warten. Naja, stimmt. So, jetzt muss ich gucken, wo geht's denn hier rein? Das finde ich auch ziemlich geil, mit den ganzen kleinen Einfahrten und einfach in die Firma reinzufahren. Manchmal überlegst du, musst jetzt hier rein oder da rein. Nordfoods, nee. Was ist denn da vorne, müssen wir rein. Oder die Bushaltestellen oder die ganzen kleinen die ganzen kleinen Eingänge, wo man einfach mal parken kann, so diese. Oder wieder. Ah ne. Ach, wie heißen die gleich? Die Erdparkplätze oder so, wenn du hier Sabatinen, wo waren das? Runterfährst und einfach anhalten kannst. Das finde ich geil. Ganzen Parkplätze oder so. Sowas finde ich pornös. Wieder die einfachste Einparkmöglichkeit für mich, dank meinem Lenkrad, ich große Probleme habe. Oh, nee, ich wollte keinen Blinker setzen. Ah, steht drin, das passt schon. So, Fortschritt wird synchronisiert. 10 Aufträge von World of Trucks habe ich hier bisher gemacht. Oh, das Geld, wie gesagt, interessiert mich ja überhaupt nicht mehr. Ausgewöhnlicher Champion. Oh. Gut, aber ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch wenn ich einen Daumen unten. Wir gucken jetzt noch ein kleines bisschen Rolli kurz zu, wie er einpackt.
Eine Folge wird sicherlich nochmal kommen. Weil es mir gerade so sehr gefällt. Abends bei uns sind wir es gerade um 7. Und wenn wir noch eine Fahrt machen oder sowas auf dem, würde ich sagen, passt schon. Habe ich 3 Folgen ETS, 2 Folgen Rocket League, Millionen Folgen von Portal 2. Da muss ich noch ein paar Sachen selber noch aufnehmen, alleine. Battlefield haben wir auch. Ja. Stimmt. Die Operation. Genau, haben wir 2 Folgen am Battlefield. Wahrscheinlich. Oder ich schneide noch ein bisschen zusammen. Wir sind vielleicht. Na. Jetzt aber. Hast du vorhin gesagt, wir schauen mal, wer von uns wen verkackt? Ich habe zwar die einfache Variante genommen, trotzdem. Ja, aber guck mal, wie schön ich hier drin stehe. Ich hätte eigentlich mal Motor ausmachen können. Ja, es geht schon. Gut, dann adieu von Menzi und von Miroli. Ciao, ciao. Ja, ciao.